Ja, Mama. Wo bist du? Ja, Uwe braucht wieder hier 30 Stunden. Ich komm, ich hol dich ab. Wie geht's euch gut? Uns geht's gut, ich hol dich jetzt ab. Nee, ich kann nicht abgeholt werden, ich hab noch Dienst. Du hast ja keine Ahnung, was hier los ist. Mama, hast du schon vom grünen Sand gehört? Vom grünen Sand? Nein. Ja, mir wurde gesagt, dass irgendwo grüner Sand wäre. Grüner Sand? Ja. Ja, der kann ja nur irgendwo Sandy oder sowas sein. Mama? Ja, Mama? Ihr müsst auf mich aufpassen, ich mein's ernst. Wir müssen auf dich aufpassen, warum? Ihr müsst auf mich aufpassen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt Leute, die suchen mich. Wer sucht dich? Leute. Wer sind Leute? Mama, sie wissen, dass ich es habe. Dass du was hast? Ich darf darüber nicht reden. Okay. Du darfst über niemanden, du darfst niemandem das erzählen, was heute abgeht. Ja? Uwe, niemandem. Ja? Uwe, ich meine wirklich ausrüsten, Pistole, 1000 Schuss, alles. Also ich hab ein Auto voll mit 3 Langwaffen für diese Aktion. Echt jetzt? Ja. Es sind gestern 2 Kreaturen gesichtet worden. Und ich meine wirkliche Zombies. Zombies? Ja. Peggy. Ja? Es ist soweit. Ja, es ist einer infiziert. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Hast du nicht geschossen? Nein, ich wurde direkt mitgenommen. Von wem? Von FBI-Agents. Die haben mir gesagt, wenn du das jemandem sagst, bist du gefickt. Es ist einer infiziert zu 1.000.000%, darauf schwöre ich. Wo hast du ihn gesehen? Ja. Wo? Fahrschule. Dein Ernst? Ja. Oh oh. So, einen wunderschönen Tag, die Herrschaften. Hallo. Für Sie einmal insoweit das Gebiet bitte vollständig verlassen. Wir sind die Geheimagents. Ja. Darüber geben wir keine Auskunft. Gehen Sie zurück in Ihr Fahrzeug bitte und halten Sie Abstand. Hier ist eine Sperrzone. Kann ich ein Interview abgeben zu der ganzen Sache? Mal ein Interview abgeben zu der ganzen Sache? Ja. Besorgen Sie erstmal eine adäquate Maskierung, würde ich sagen. Ist lebensgefährlich. Gasmaske. Hab ich, komm. Okay, wo sind Sie gerade auf dem Weg? Woher kommen Sie? Und was hier los ist? Ja, wir waren gerade bei der Sperrzone da hinten in Paleto Bay. Ja, ja. Uns wurde gesagt, dass dort die Hölle los ist. Und dann wollten wir uns ein eigenes Bild machen und sind da hingegangen. Schauen Sie, oh mein Gott, haben Sie das Auto gesehen? Ja, mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Wieso zerstört? Alle am Stufe Rot angesagt. Alle am Stufe Rot. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass die Regierung da ihre Finger im Spiel hat. Ja, das sowieso. Ich glaube, beim Human Labs wurden... Was ist das? Wer ist das? Was ist benachrichtigt? Muss auf den Grundlautsprecher. Habt ihr das so, hast du das so auf dem Radio gehört, ey? Ja, ja. Das ist anscheinend Alarmstufe Rot oder so. Man soll wohl bei Human Labs ein Virus erschaffen haben. Und das Heilmittel wollte man verkaufen. An die Pharmaindustrie, um noch mehr Geld zu machen. Und das Problem ist jetzt, dass das Heilmittel abhanden gekommen ist. Und man versucht, die Leute zu finden und sie zu töten. Okay. Und woher wissen Sie das? Ich habe Informationen. Und vielleicht habe ich ja das Heilmittel. Kontakt mit Nikolai. Nochmal. Du hattest Kontakt mit Nikolai, stimmt das? Ja, stimmt. Die letzten 24 Stunden. Du musst unbedingt wir müssen dich abholen. Wo bist du im Moment? Du musst geimpft werden. Es ist wirklich ein starkes Virus, wo wir dich impfen müssen, damit du uns nicht krank wirst. Ah, und wo willst du mich impfen? Ja, ich werde dich kurz impfen, damit du nicht krank wirst. Das ist eine schwere Krankheit. Es könnte sein, dass du damit infiziert bist, deswegen impfe ich dich jetzt. Okay. Wo können wir dich erreichen? Am besten
ganzen Ambiti, dass sie dich hier raufbringen nach Kalib. Ja? Hakan, das muss wirklich gleich sein. Das muss gleich passieren. Das ist ganz wichtig. Okay. Ja? Ja, dann. Mit wem bist du unterwegs? Bist du alleine unterwegs? Ich bin alleine unterwegs, ja. Okay, sehr gut. Melde dich an BT und die sollen dich sofort hier raufbringen. Ja? Okay. Okay. Lakish hat zu mir gesagt, du musst geimpft werden und so. Guck mal, die sagt, komm zum PD, die wollen mich direkt dort festnehmen. Und deswegen sage ich, wir können nicht jedem vertrauen, wenn selbst Lakish mich versucht dahin zu locken. Ja, Al. Ja, ist im PD. Al, ja. Nochmal. Du bleibst im PD. Du bewegst dich nicht aus dem PD. Warum? Ich hol dich. Al. Wo bist du? Al, ich muss aufpassen. Wo bist du? Pass auf dich auf. Ey, Uwe, ich sag dir eine Sache. Ja. Sonny wusste Bescheid und Nikolai wusste Bescheid. Und beide, Nikolai war vorhin noch da gewesen, aber er ist nicht mehr zu erreichen. Shaban, hör mir zu. Yeah. Zombie-Invasion. Es sind Zombies auf der Insel und die Leute werden angesteckt. Die Leute werden angesteckt. Ich werde von der Regierung gesucht, wegen dem Heilmittel. Nikolai, Sonny waren alle mit im Boot gewesen. Und wir waren die einzigen drei, die davon wussten, mit Peggy. Und alle sind nicht mehr zu erreichen, außer ich. Ich glaube, die wurden schon festgenommen. Und ich bekomme die ganze Zeit Anrufe von Lakisha, von Zitteral. Und alle wollen sagen zu mir, ich soll da und da hinkommen. Es ist ganz wichtig und so für meinen Schutz und bla und blub. Die wollen mich 100% mit festnehmen. Wir waren gestern, Uwe, wir waren mit Peggy beim Human Labs gewesen. Und wir haben gesehen, wie dort irgendwelche Laboratorien auf Höchstzug gearbeitet haben. Ich wette mit dir, da wurde dieses Virus überhaupt erst gezeugt. Was ist ja, Zombies haben Liebe gemacht, oder? Wenn du nicht rauskommst, dann werden wir die ganze Bude sprengen. Ich töte, ohne Kack, ich spreng die ganze Bude in die Luft. Komm raus. Wo soll ich rauskommen? Aus dem Gebäude, wo du bist. Gerdo, das ist kein Spaß jetzt. Ich erkläre dir alles, aber komm raus. Erzähl's mir am Telefon. Frag dich was, hörst du das? Nochmal. Hörst du das, was hier passiert? Ich sehe, was hier passiert. Ich brauch's nicht mal zu hören, ich erlebe es mit. Und das trifft dich, Kerlo. Komm jetzt zu unserem Heli, sonst werde ich dich wegsprengen. Al. Hakan, Spaß ist vorbei, komm raus. Al, ich bin nicht infiziert. Hakan, komm raus, Spaß ist vorbei. Al, ich bin nicht infiziert. Hakan, ich möchte das nicht, wirklich, ich will das nicht. Aber komm raus, lass dir helfen oder ich werde dich an anderen Stellen unter die Erde bringen. Wie wollt ihr mir helfen? Ihr habt nicht mal ein Heilmittel. Wir haben ein Gegenmittel. Habt ihr nicht? Wir haben ein Gegenmittel. Nikolai ist bei uns, Rossi ist bei uns, alle sind bei uns, wir haben ein Gegenmittel. Ah, und warum gehen die alle nicht an ihr Handy ran? Weil die kein Handy haben. Warum haben die kein Handy? Weil ich... Und warum hast du ein Handy? Die haben kein Handy, die liegen bei mir im Krankenhaus. Hakan, vertrau mir, ich hab dir zu deiner Hochzeit 500.000 gegeben. Vertrau mir. Du bist... Shaban, nein, die Regierung will mich töten, offiziell. Nikolai wurde getötet, Sonny hat keine... Sonny ist in Stücken. Infiziert. Rossi Die wurden alle gepackt von der Regierung. Wo bist du? Hakan, du bist infiziert. Uwe, ich bin nicht infiziert. Leg mich nicht an. Nein, Uwe, der ist nicht infiziert. Ich war mit ihm die ganze Zeit unterwegs. Wo bist du, Shaban? Auf dem Weg zu euch. Hallo, Mama. Uwe, geht's dir gut? Uwe, geh doch nicht ran, mein Gott. Uwe? Ja, mir geht's super und selbst. Das ist gut. Weißt du, wo Hakan ist? Hakan, ich hab den gerade am Würfpark gesehen. Am Würfpark? Geht's Hakan gut? Hakan geht's blendend. Der verhält sich nur ein bisschen komisch. Er zuckt das heißt? Und macht voll die Geräusche manchmal. Also, hey, Uwe. Mir geht's nicht gut und was weiß ich was. Und dann geht's ihm auf einmal doch wieder gut. Warte mal ganz kurz, bitte. Er zuckt und macht komische Geräusche. Ja, er wollte nicht sogar beißen, aber ich meinte, ey, was? Hakan. Wenn du mich beißt, dann fick ich dich. Damit okay. Jetzt ist verarscht, die schießen auf uns. Ja, Mann, warum? Macht eure scheiß Handys auf. Nein, das ist was. So, bitte, die kommt da, die schießt uns. Erzähl an mir, ich werf jetzt mein Handy weg. Hier. Ich werf auch weg. Geworfen.
Vorne weg hier und zwar ganz schnell! Hey, das sind doch wir. Flug, wir werden das Feuer auf sie eröffnen. Oh. Nicht schießen, ich bin Sarkan. Kann man nicht anfassen, vielleicht bin ich infiziert. Das ist mir egal, Hakan. Ich bin tot, dann sterben wir alle zusammen. Das ist mir egal. Hallo, nicht wangen. Ich bin noch da, mir geht's gut. Hakan, du hast keine Ahnung, was ich mir für Sorgen gemacht habe. Du brauchst dich keine... Siehst du, du wurdest mit der Valkyrie angeschossen und du bist infiziert und mir wurde gesagt, Sonny ist tot und ich hatte einfach fürchterliche Angst um dich. Nein. Ich kann doch auf mich aufpassen, du kennst mich doch. Ja, aber auch gegen Virus kannst du nicht ankämpfen. Aber gegen Zombies! Ja, ich sag dir gleich Bescheid, ich weiß es nicht. Das war eigentlich der Herr Karlinger da. Und der hat das alles aufgelöst und hat gemeint, das ist nicht ansteckend und das ist nicht die Krankheit, die wir da haben. Dein Papa war da, der Nikolai. Und die Frau Lia Dag und der Herr Decker und einige andere Personen. Nach Sony suchen wir noch, aber ich weiß nicht. Eigentlich war es ein Virus, würde ich meiner Meinung nach sagen. Oder es ist ein Virus. Ja? Wir haben ein Gegenmittel hergestellt, weil ein Papa in Wuhan war dagegen. Dadurch konnten wir das Gegenmittel herstellen. Ja? Ja. Und jetzt ist der Herr Cunningham gekommen und hat gesagt, wir dürften alle Kranken rauslassen, weil es ist keine Gefahr für die Insel und für die Bevölkerung. Und somit haben wir jetzt alle entlassen. Was jetzt mit euch passiert, keine Ahnung. Wenn es dir irgendwie schlecht geht, ich weiß nicht, was wir tun können für euch, ja? Ich mach die ganze Zeit auf deine Hand und ich hoffe, du wirst Zombie haben, ne? Schnauze! Zombie, Zombie, du bist ein Zombie, hahaha. Du bist ein Zombie. Ich bin Zombiejäger. Dann lass uns gemeinsam auf die Jagd gehen, Blödmann. Nee, ich bin in Gefangenschaft. Ich hol dich raus. Ja, viel Spaß, in die Sperrzone zu kommen. Okay, ich bin schon drin, Blödmann. Ja, dann such mich doch, Blödmann. Schick mir doch Standort, Blödmann. Hier kann ich nicht. Doch, wo bist du? Ja, sicher. Wenn du es schaffst, hier mitzukommen, dann fress ich einen Besen. Juwelier. Ja, ich... Peggy! Peggy, los! Sonny ist an einem unbekannten Ort. Du musst ihn finden. Wie? Wie soll ich ihn finden aus dem Nichts? Mann, komm, such dir irgendeinen Weg aus. Ah, Mann, Mann, warum muss ich immer die Drecksarbeit machen? Ich bin auch mal Zombies töten. Ich laufe hier gerade ohne Waffe durch die Kanalisation und muss Zombies suchen. Warum darf ich keine Zombies suchen? Lass doch tauschen, ich will Zombies suchen. Ich will auch mal einen Zombie. Ich würde, wenn ich dich sehe, beiß ich dich, auch wenn ich kein Zombie bin, ist mir egal. Was zur Hölle ist hier los? Sie kommen. Wo bist du? Wie, wo bin ich? Wo bist du, Amina? Ich will mich ausrüsten. Wo? Schick Standort! Ballboot-Garage! Bis gleich! Blödmann. Oh shit, okay, es geht los. Es geht los. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen. Am heutigen Tage steht die Menschheit vor einem Abgrund. Wir rufen hiermit den absoluten Notstand aus. Dies ist keine Übung. Bitte beachten Sie die folgende Warnung. Boah, Hammer. Aktuell kommt es vermehrt zum Ausbruch einer Krankheit namens Z1. Ich habe meine Waffe noch nicht geholt. Dieser Virus versetzt infizierte Personen in einen tollwutähnlichen Zustand. Der Motor geht nicht. US-Armee bietet 2 Schutzzonen. Bitte begeben Sie sich auf direkt gegen dorthin. Wir finden die Zone im Human Labs Forschungszentrum und im Fort San Pudo. Zur Verteidigung sind alle Waffen gestattet. Wo bist du? Gott beschütze sie. Gott beschütze die Vereinigten Staaten. Nikolai! Auto geht nicht mehr an! Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, was das bedeutet. Jalla, wir ficken sie! Wir ficken sie, Jalla, komm! Die haben vergessen, wer wir sind! Die haben vergessen, wer wir beide sind! Okay, Operation Haniko. Wir müssen Sonny finden. Okay, Operation Haniko. Los geht's. Zurück!
Das ist genau unsere Welt, Nikolai. Ja, Mann. Das ist genau unsere Welt. Wohin? Da sind sie. Alles gut, alles gut. Alles klar, was los? Alles gut, nein. Waffen runter, alles gut. Oha, alles gut. Sonny bringt halbe Insel mit. Wo ist Nikolai? Kommt mit, kommt mit. Weil zuletzt war Palais. Das werden wir gleich erfahren. Wir müssen raus. Zu dem scheiß Fort-Sankudo. Das ja. Serum ist im Fort. Zum Fort-Sankudo, Jungs. Okay, auf geht's. Fort-Sankudo. Über Yakuza-Straße. Ja. Folgt mir, okay. Folgt mir, folgt mir. Geht's. Wer ist da, Morito? Effekt, Effekt, denn! Jetzt weg, jetzt weg, jetzt weg, jetzt weg. Halt dich auf mich, nicht auf mich. Da kommt noch einer, hey, Achtung! Hey! Da kommt eine ganze Horde! Oh mein Gott! Alter, die können springen! Rein auf die Dächer, Jungs, Jungs, Jungs! Anwesen, auf die Dächer! Was ist das? Charlie? Hört ihr mich? Alter!